Es gehört dazu. Es gehört zum Leben. Please make some noise for the Fusion! Tanzen ist das, was super viele aus der gesamten Academy irgendwo, ja, so ein bisschen am Leben erhält. Als Fusion sich gerade gegründet hat, war das so, einmal ein Fusion, immer ein Fusion. Und das hat sich bis heute gehalten. Es ist jetzt nicht mehr ein Fusion, sondern heute ist es einmal eine Academy, immer eine Academy. Es tut auch gut, einfach mal was für sich zu machen, sich selber was zu beweisen, einfach, dass man im Endeffekt stolz auf sich selber sein kann, dass man einfach was hat, an dem man sich festhalten kann, was einem selbst gehört. Also, für mich fühlt sich das an, so, das ist meine Aufgabe. Ich muss dieses Tanzen machen, weil ich mich gut dabei fühle. Das Selbstbewusstsein wird gestärkt. Man findet seine besten Freunde und teilt einfach diese Leidenschaft, die man hat, mit so vielen anderen und hat das gleiche Ziel vor Augen. Und das macht es eigentlich dann noch besonderer. Jede Crew muss in ihrer Kategorie on top sein, um auch dann den gewünschten Erfolg, den man sich natürlich wünscht, dafür trainiert man, um den mit nach Hause bringen zu können. Die WM ist das Highlight des Jahres und ich kann nur jedem ans Herz legen, der es schaffen kann, sich dafür zu qualifizieren. Trainiert, was das Zeug hält und nehmt dieses Erlebnis, unabhängig von der Platzierung, nehmt dieses Erlebnis mit nach Hause und erzählt das irgendwann euren Kindern, weil das ist Wahnsinn. Man kann sich dieses Gefühl im Backstage-Bereich, das kann man nicht in Worte fassen. Das ist eine Mischung aus Stolz, Nervosität und purer Angst. Das ist diese Angst, was ist, wenn das, was wir gemacht haben, nicht gut genug ist? Was ist, wenn irgendwas total schief geht? Und auf der anderen Seite ist es so das komplette Gegenteil, dieses, oh mein Gott, wir stehen auf einer Weltmeisterschaft. Dieses Wort Weltmeisterschaft, das war für uns, ja, das ist undefinierbar. Was heißt Weltmeisterschaft? Und dann standen wir da hinter dieser Bühne und sollten da hoch. Da war man sich in dem Moment wirklich nicht sicher, will man das jetzt oder wird man am liebsten wieder heimfahren? Ja, wir hatten Höhen und Tiefen. Ich glaube, wie auch jede andere Crew das einfach hat oder auch jeder Trainer das einfach durchmachen muss. Aber im Endeffekt ist es so, wenn man sieht die Entwicklung seiner Schüler und dann sieht man die heute als Beispiel auf einem Finale der Weltmeisterschaft stehen. Das sind die Momente, in denen man weiß, warum man das macht.